Frag. Dreht sich auf uns, weg, weg, weg. Egal. Ja, wahrscheinlich. Deswegen war am Chat. Wie ich hier durch bin. Wayne ist immer nach oben. Auf Prison. Oh mein Gott, Bruder. Ich hab. Küsst doch dein Herz. So ein Scharfschütze bräuchte man in Real Life, Bruder. Mm. Arsch ist safe. Jindoberek, meine Freunde. Was geht ab? Willkommen zu einem erneuten Warzone-Video. Lange nichts mehr von mir gehört. Ja, moin, perfekt. Ich lasse es trotzdem, ich lasse es genauso. Lange nichts mehr von mir gehört in diesem War. Ja. Wahrscheinlich war das erst so hoch. Nochmal von vorne. Jindoberek, meine Freunde. Was geht ab? Willkommen zu einem erneuten Warzone-Video. Die zweite. Und zwar heute geht es mal wieder um Warzone. Wer hätte es gedacht? In einem Warzone-Video macht man natürlich Warzone-Content. Zurzeit seht ihr viel Pokémon hier auf diesem Channel. Das liegt aber auch daran, dass Warzone gerade ist. Digga, was ist los mit mir? Versuch Nummer 3. Jindoberek, meine Freunde. Was geht ab? Willkommen zu einem. Ja, auf jeden Fall geht's heute um Warzone, Digga, bevor ich hier ausraste. Ich krieg's gerade irgendwie nicht hin, ein Intro aufzunehmen. Heute geht's um die Milano. Mal wieder eine andere Waffe für die Leute, die kein Vanguard besitzen. Es ist eine sehr, sehr geile Close-Range-Waffe sowie eine Mid-Range-Waffe. Zurzeit kommt leider viel Pokémon. Ich hoffe, ihr enjoyt es trotzdem. Die Aufrufe sind ein bisschen niedriger als sonst, aber die Wiedergabezeit ist so, so krank. Ich danke euch vielmals dafür. Und wenn ich Pokémon durchhaben sollte, dann werden wir wieder in Warzone reingehen. Also, viel Spaß mit diesem Video, Freunde. Ach. Ich geb dir gleich Püt. Oh mein Gott, vor mir. Was hier rauskommt? Die von der unten. Ja, einer hat. Ja. Neue Meta. Milano. Das bringt auf jeden Fall Spaß. 7,5. What? What? Du hast gemerkt selber, Digga. Als Spritze habe ich mir reingeknallt und dabei habe ich dich so gepusht, Alter. Er schreit nur, what? Bist du oben einer gelandet? Geflasht. Noch ein Team. Bei uns. Jawoll, schön. Einer noch von denen? Hast du den mal geworfen, Basti? Ha? Noch einer noch? Ja, ich geh runter. Oh. Komm grad ein Prezi, ich komm gleich zu dir. So. Ich hab das Ding. Ja. Hast du? Oh. Der hat den Molly. Ich hab das Gefühl, es geht schon wieder einer oben im Turm. Ist auch, ohne ist so. Ja. Digga, ist so schlecht, er läuft einfach in die Zone und geht da sterben, weil ich ihn pushe. Crack. Dreht sich auf uns, weg. Nein, Digga, das ist doch gut. Die sind gecrossed. Also Angus Haus rüber. Einer auf dem Dach gelandet. Ja, ich komme jetzt auch. Ein Loader. Nicht so viele.
Wir sind beide bei dir auf dem Dach. Hinter dir. Genau das Dach, wo euer Haus so drin ist. Oder halt Zwischenetage. Zwischenetage sind sie. Okay. Ich geh rein. Ich geh mit. Mira, tío, lo sabía. Me cago en Dios, han entrado. Besser, einfach besser, was soll ich denn sagen? Nice. Hast du jetzt gesehen? Ja, Mates, in der Luft, Luft, Luft. Na, ja, ist gut, alles gut. Sie. Ah, perfekt, ich spawn. Der scheiß Cluster ist direkt mit mir runtergeflogen. Hier sind welche. Ja, ich komm. Ein Knock. Wo sind noch die? Noch ein Knock. Oh nein, einer noch. So, meine Freunde, Sonne, kommen wir jetzt auch schon zum Cluster-Setup. Wie spiele ich die Milano? Hier nur 5 Aufsätze, also geht es fix, nicht so wie bei Vanguard, da hast du 25.000 Aufsätze gefühlt. Mündung, zeige ich den Agency-Mündungsfeuerdämpfer, wer hätte es gedacht, tatsächlich. Bei den Black Ops Cold War Waffen hat man eigentlich immer den Agency-Mündungsfeuerdämpfer gespielt. Lauf, zeige ich den Sonderkommandolauf, auch sehr oft wurde der gespielt. Scharf, zeige ich den vorletzten. Griff, den Schlangenumwicklung, Alter, ich habe heute wirklich Sprachfehler heftig. Und Magazin, das Standard 55 Schusstrommelmagazin, aus dem Grund, ihr braucht sehr viel Munition, weil die Waffe hat schon tatsächlich hohe Feuerrate, aber für eine MP muss ich sagen, ähnelt das mehr einem Sturmgewehr. Also die Waffe kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, wie ihr in den Highlights auch gesehen habt. Und ja, und im nächsten Video seht ihr dann die Schweizer. Also immer noch diese Schweizer, ich sag's euch. Also, ich denke mal, übermorgen seht ihr dann die Schweizer. Also, bleibt dran. Oder bis zum nächsten Mal.